Ich gebe einen Brief an meinem Bund, in meinem Vlog, meine Reise zu Dänemark. Heute ist der 15. Januar und ich bin auf dem Weg zu Dänemark. Wir reisen einfach eine Woche und in einer halben Schule. Ich starte darauf, sie gerne auf dem Flieger. Ich bin auf dem Flieger. Und ich habe zwei Sitzplätze von mir. Ich bin angekommen, wie ich bei Anstein. Ich bin ganz mit. Okay, ich muss sagen, mit. ich habe mich schon getuscht und ein bisschen aufgefrischt, ein bisschen gedremmelt. Und jetzt gehe ich unheimlich herausgehen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viel ich echt kennenlernen habe, weil ich habe keine Ahnung, kein Keuer. Ich habe noch die ganze Nacht auf dem Flieger. Gefühllich kalt hand. Ich bin schon öfter 19 Grad Fahrenheit. Das ist meine 7 Celsius. Ich bin nicht sicher. Aber es ist nur stark gesehen. Sie hilft echt, sie kennen Leinen der Sprache. Ich kenne Leinen, was es in der Essen. Ich sage sicher, also ich bin nicht allergisch dazu. Und noch was Kastres. Okay, morgen! Ich bin auf dem Weg zu sehen, der Little Mermaid. Ich kriege alle die meisten bekannten Sachen und auf dem Geist einen Rückblick in meinem Weg. Ich finde alle Sachen, die ich geplant habe. Das war schneidig genug. Ich komme jetzt unten zu Rosenbaum Slot. Das ist ein Schloss. Ich weiß nicht wirklich, was die Geschichte davon ist, aber ich weiß es nicht.
Rosenburg Palaz ist geworden gebaut in den 1600 Jahren von König Christian III. Ihr hat gewollt haben als Zimmerhaus, von wenn ihr bleibt in Kopenhagen. Das ist auch wie die Schatzkammer ist. Ich habe den meisten lieb gehabt, der Stieb wie der Stiel ist gewesen, weil sie gewesen auch so riesig und auch so herrlich. In der Mühlerei auf dem Wind sind gewesen wunderbar. Die Schatzkammer ist auch schön gewesen, weil wir haben nicht lieb blitzschige Sachen. Ich weiß, dass Dänemark hat geholfen in der Mochammer. Aber ich kenne nicht die ganze Geschichte, wie sie jeden haben gewischt. Und ich habe alles dafür. Die erste jüdische Kirche wurde aufgestellt in Dänemark in 1682. Und wie ich habe mich gelernt in der Masai, der Umfang ist nicht gering. Man hat sich nur herangelassen in einem Land mit speziellen Regis und sie gewinnen sich mit Lukas Apostel über Halluche zwischen den Jiden allein. Einige dänische Jiden sind geworden gehärtet in der Mochumme. Inzwischen 7.000 und 8.000 Jiden sind entlaufen in Schweden. Das ist verwusst, der Erd von der Masai geworden gebaut mit dem Holz in einem Weg, wie sie geht darauf in der Ruf, pink wie die Dacken, in Dänemark wie die Schiffen haben genommen die Jiden, sie sei rübernehmen sie Schweden. Die Wände von dem Sei sind auch gewähnt gemacht in einem sehr interessanten, inspeziellen Weg. Wenn die Jiden seinen Gemeinden auf der Bahn, auf dem Weg zum Konzentrationslager, haben sie gekannt sehen, wie das Licht kommt da durch, von zwischen den Stückchen Holz, was hat aufgemacht, die Wege. Die Wände von dem Sei geworden aufgestellt in derselben Weg, ein bisschen Licht kommt rüber, von zwischen den Stückchen Holz. Ich habe gerade einmal nicht gesehen, Shoah-Masai, was hat eine solche Mühlerei dazu. So gemacht, die ganze Geschichte kommen zum Leben vor den Augen. Ich habe gemeint, es gewesen sehr interessant, dass es hier so. Ich habe geplant, ein paar Sachen. Ich will gerne sehen Freetown, Christiania. Und ich will auch sehen der Nationale Masai. Auch darf ich gerne zu dem Kuschelgeschäft kaufen ein paar Sachen. Es schneit noch einmal. Ich habe so viel im Kopf. Es wird mich auch schneien, seit ich drüben komme. Sehen wir das.
schon verbringt habe, dort. Das ist nicht echt so gefällt. Aber ich kann ein bisschen einmal erleben. Jetzt bin ich auf dem Weg zu der Nationalen Musei. Nein, das wird mir echt gefallen. Guten Morgen! Heute sind ich und ich bin auf dem Weg zu gehen auf ein Schiff, das geht auf Tor und dadurch alle die Kanäle durch. So, nächsten ist gewesen Schabbos und ich bin gegangen erst zu der Chabad, Freitag zur Nacht, von der Siede in Fahrt für Bude Schabbos. In es war gewesen sehr schön und sehr warm. In Waldewach, Dänemark,
Man grüllt allein. Okay, nee. Haben sie alle gerettet. Den Namen. Und war toll denn alles. Was ist der größte Gedille? Ich habe das nicht geschehen. Ich habe 50 Jahre gedacht. Ich habe es bei gegangen, die größte Schild. Es ist so herrlich. Es ist so, so herrlich und groß. Ich wünsche es heute kennen, wenn man Telefon mit mir. Irgendwie kennen alle Vasen. Aber was ist Schabbos? Kann ich nicht machen Videos. Und deswegen kann ich auch nicht Vasen. So, ich bin auf dem Schiff und die Fenster sind gewesen, also so einfach, also ich kann gut hinter uns sehen. Ich habe gemacht, okay, ich sitze in draußen, aber alles ist mir nass. Ich kann noch sagen, wie da gesessen. Weil vor allem die Schiffe sind ein bisschen nass und können sehen, was ich dachte, können sehen auf der Tour. Und, die sitzen in der Weinig, dann trinken im Warm, aber ich kann sehen, kann sagen. Noch ein bisschen, also ich kann sehen, auf dem Video, noch ein bisschen, aber ich muss da reingehen, weil der Wind hat gewinnt etwas, ich habe gemeint, als meine Augen waren verfreuden in meinem Kopf. Von dem Wind auf dem Wasser und noch auf 5 Minuten sind, weil ich bin noch zurück noch einmal rausgegangen. Was ich habe so beruhigt. So was können sehen auf dem Video, wie die Eierstöcke kennen sie nicht, so schmied. Wie die Beste, was ich kenne, irgendwie Vasen, was ich habe gesehen. Jetzt bin ich auf dem Weg, sie nach dem Museum. Wieder in den Schick Kids Museum.
Guten Morgen! Es ist Dienstag, der 23. Januar. In Hang Eich in Kopenhagen. Aber ich bin auf dem Weg, ziehe noch einen Platz. Was den ich noch ausfinden, welcher Platz ist in meinem nächsten Vlog. Ich habe gerade eine wunderbare Zahl. Du. Ich kann euch fahren, kicken mein Video. Auf Wiedersehen! Und wir werden sehen in der nächsten Platz!